Servus, willkommen. Ich zeige euch heute die Werkstatt, also ein bisschen Backstage und so weiter. Es wird ein kleines, kurzes Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir schauen heute meine Werkstatt an und auch vielleicht die zukünftige Werkstatt. Denn hier gibt es ein großes Problem, nämlich die Raumhöhe. Man sieht schon an der Figur. Ich habe nur die Figur da schnitzen können. Die ist ungefähr, keine Ahnung, 1,20 Meter oder so. Und da ist schon der Boden. Also, das ist schwierig zu schnitzen. Und deshalb habe ich auch eine neue Werkstatt. Die hat nur aktuell noch keinen Strom. Und ja, da muss ich noch vieles dran arbeiten. Und diese Werkstatt hier gehört eigentlich nicht mal mir. Man sieht es da hinten. Das gehört alles nicht mir. Nur dieser Bereich da gehört mir. Und hier habe ich im Prinzip die Figur aufgeschraubt, natürlich mit einer Figurenschraube, Schnitztisch, aktuell ein Tuch hinten drüber, damit es im Video, im Zeitraffer-Video angenehmer anzuschauen ist. Die Schnitzeisen natürlich da hinten. Hier den Stuhl, der ist relativ angenehm, denn der ist höhenverstellbar. Hier eine Beleuchtung und mit der Kamera. Normalerweise ist die Kamera nicht hier, aber da die Figur so hoch ist, ja, muss ich die Kamera weiter zurück tun, denn eigentlich ist sie da oben. Da. Vielleicht finde ich noch ein Bild, das spiele ich da ein. Und ja, im Prinzip ist das mein Schrank da daneben. Aktuell mit einem Anatomiebuch und einer Figur als Vorlage. Und da hinten sind die Schnitzeisen. Und ich nehme eigentlich alles mit einem Camcorder auf und mache noch Zeitraffer-Videos, indem ich beschleunigen würde. Und da gehen wir hier drüber, denn hier ist ein bisschen, ja, alles verstellt. Deshalb normalerweise hier oben die Kamera, denn dann ist das kein Problem. Also drüber steigen. So, jetzt sind wir da drinnen. Da hinten sieht man schon, nichts meins. Und dieser Teil gehört mir, den Schrank habe ich gebaut mit, da sind die Schnitzeisen drin. Aktuell sind hier nicht viel da, denn die sind da drüben. Und das geht rein und raus zu schieben. Und ich habe da mehrere Laden. Das eigentlich nur, damit kein Dreck dazu kommt, denn dahinter ist die Motorsäge und so weiter. Und das ist der höhenverstellbare Schnitztisch. Figurenschraube, oh, sieht man schwer, okay, egal. Und die Schnitzeisen. Hier das Modell überhaupt, also ich hoffe, die sehen sich ähnlich. Jedenfalls hier ist auch die Schleifmaschine, aber die zweite Schleifmaschine ist noch da drüben. Das könnte ich jetzt einblenden. Und da dahinter ist tatsächlich Reste im Prinzip. Also das sind Holzreste, ein paar Klebstreifen und so weiter. Da dahinter ist also der Rest vom Fest. Zumindest der Stuhl ist wirklich angenehm. Man braucht nur so, da kann man Höhe verstellen. Das ist also so ein Stehsessel und ist sehr angenehm, wenn ich von Arbeiten, also vom Sägewerk, nach Hause komme und dann trotzdem noch schnitzen kann. Und da im Hintergrund ist nichts anderes wie ein Rahmen, der ein Bettdeckenüberzug, eigentlich dunkelgrau. Also im Video schaut er tatsächlich schwarz aus, ist aber nicht schwarz. Das Wichtigste ist natürlich Schnitzeisen mit Schnitzknüppel, denn wie auch immer sollte man schon schnitzen. Nummer 2 ist tatsächlich Schnitztisch, meines Erachtens. Und dann würde tatsächlich ein Stehstuhl. Ist eigentlich ziemlich wichtig für mich jedenfalls. Hier noch ein Laptop, wo ich ab und zu Bilder drauf backe, um hier gut abzuschnitzen zu können. Und wir schauen jetzt dahinter, wie schaut der Scheiß dahinter aus. So, im Grunde Ganzen schaut das hinten so aus, dass das ist sogar klappbar, das sind Scharniere. Und da ist ein Spannleintuch drüber. Aktuell habe ich hier verdeckt, da die Figur so groß ist und das nicht ganz nach unten geht, würde man sonst den Boden da sehen. Und das will ich nicht. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, irgendwas drüber zu hängen. Also es ist nicht wichtig was. Ein bisschen, ja. Zuerst war es tatsächlich eine Plane, die schwarz lackiert ist. Man sieht eh noch ein Rest. Und später ein Spannlein durch schwarz und jetzt so dunkelgrau. Also da kann ich besser bearbeiten im Video. Also es schaut man wesentlich angenehmer aus. Und so sieht das von hinten aus. Und die Lampen müssen seitlich sein, denn ich habe ja keinen Platz, da ist die Raumhöhe. Also ich habe da tatsächlich Probleme mit dem Anhauen, zum Beispiel bei einer Krampusmaske, wenn die hier mittig ungefähr, wo der Arm ist, und ich dann anhauen muss und mich die ganze Zeit oben verletze. Also
Tja, deshalb muss ich auch unbedingt eine neue Werkstatt. Ich habe schon eine. Das Problem ist nur, da ist nicht mal Strom darin. Aber da schauen wir jetzt hin. Also für mich vergehen noch ein paar Tage, bis ich da unten bin. Und ihr werdet es aber sofort sehen. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir unten bei der Werkstatt. Da ist die Werkstatt. Die grundsätzliche Werkstatt ist ein bisschen ein Echo. Denn hier ist ja nichts drinnen, noch kein Boden und so weiter. Und hier ist noch Baustelle, ja, da verwende ich ein bisschen her. Das größte Problem, hier drin ist kein Strom, wird aber aktuell hergelegt. Und aktuell arbeite ich einfach mit Verteiler darin. Glücklicherweise haben wir jetzt hier Strom, hier hatten wir keinen Strom. Das ist neu. Also, ja, das wird die neue Werkstatt. Im Prinzip hier hinten sind dann Kreissägen, auch die Kappsäge ist da hinten, die Absauge um die Ecke. Hier eine große Schiebetür und dort, wo der Tisch jetzt steht, würde ich dann schnitzen, also genau mittig. Und die Garage da hinten, das ist nämlich die Autogarage, wird als erweiterbare Werkstatt dienen, zum Beispiel Motorsägenschnitzen und so weiter. Zumindest ist das geplant. Aber wie gesagt, hier ist kein Strom, also werden wir noch ein bisschen Probleme haben. Aber ich bin dabei, also ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.